Hallo und herzlich willkommen zu Veronika Seelensauber. Es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute würde ich gern über das Thema Selbstständigkeit reden, weil ja viele durch das, dass sie in ihre Berufung finden, quasi von die einen vom Arbeitnehmer in die Selbstständigkeit gehen, die anderen von Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit in die Selbstständigkeit gehen. Und da möchte ich jetzt einfach mal beide ein bisschen beleuchten und euch ein bisschen unterstützen zur Seite stehen bzw. Hilfe-Tipps geben, wie man da besser, leichter und einfacher reinkommt. Weil Selbstständigkeit ist Luxus, ja, weil du deinen Tag komplett so gestalten kannst, wie du möchtest, aber es ist gleichzeitig eben auch eine Herausforderung, weil dir keiner mehr eine Uhrzeit nennt, wann du wo zu sein hast, sondern du das quasi selbstbestimmt machen darfst und somit auch deinen Alltag, Freizeit, Arbeitszeit, alles irgendwie unter einen Hut kriegen musst. Und es ist Ich habe die Erfahrung oder ich mache die ja auch. Und bei mir war es so, dass ich quasi aus Erwerbsunfähigkeit in die Selbstständigkeit gekommen bin. Und am Anfang ist das alles nur so schick gemütlich nebenher gelaufen sozusagen. Da war das mehr Hobby als richtig Arbeit jetzt, sage ich mal. Und ja, dann ist es halt so, dann wirst du irgendwann erfolgreicher und erfolgreicher und irgendwann stellst fest, das funktioniert nicht mehr. Du kriegst den Alltag nicht mehr unter. Bist da einfach, da ist Chaos dann und du vermisst mehr Freizeit vielleicht dann auch. Und du weißt halt einfach auch nicht, ja, wie kriege ich jetzt das alles unter einen Hut, weil meine Arbeit macht mir ja Spaß und ich muss aber trotzdem die normalen Sachen, also die alltäglichen irdischen Dinge erledigen und trotzdem möchte ich aber auch noch Freizeit haben, um mich mit meinen neuen Freunden zu treffen. Oder dann eventuell auch mal Zeit für einen Partner haben sozusagen. Oder fürs Dating einfach bloß auch. Und ja, wenn du da quasi in so einem Chaos bist, dann sperrst du dich selber gegen noch mehr Erfolg, gegen noch mehr Freunde, gegen noch mehr irgendwas. Insofern Ordnung reinbringen, Struktur reinbringen. Ja, in den Tag leben ist schön, aber auch hier gibt es den Widerspruch in sich, du trotzdem eben mit Struktur und einer gewissen Zeitplanung. Ist auch gerade mein Thema mal wieder, weil da bin ich, also mit der Zeit habe ich es irgendwie gar nicht. Weil ich glaube, da wo ich herkomme, gibt es keine Zeit. Was heißt, ich glaube, das weiß ich. Und das lerne ich jetzt auch gerade. Und ja, wie gesagt, da ist auch wieder jeder ganz individuell. Für mich jetzt hat sich herausgestellt, ist die beste Methode einfach in den Tag leben. Also wirklich einfach schauen, was möchte ich jetzt machen, was steht jetzt an. So eins nach dem anderen da und dann erst einmal Sachen machen in der Früh jetzt, was man gut tut, weil dann geht der Tag einfach schon gut los. Und da ist jetzt auch egal, ob du dann sagst, ja, okay, bin jetzt der frühe Vogel, ich fange jetzt mit Arbeitszeit an oder ob du sagst, wie ich bin jetzt eher die Eule, ich gehe jetzt erstmal mit meinem Hund spazieren, damit ich wach werde. Und überleg dir da vielleicht eine Sache in Sachen Arbeitszeiteinteilung. Ich mach's, also ich habe mir das jetzt quasi so zurechtgelegt, dass ich sage, okay, ich arbeite so und so viele Stunden an dem Tag. Da mache ich dann alles, da beantworte ich Nachrichten, da tue ich meine Facebook-Seite pflegen, da tue ich dann die Readings machen, da mache ich diese Videos. Da mache ich dann einfach, was gerade ansteht oder was ich mir noch weiterhin mir vorstelle, weil ich möchte auch schon seit langem meine Website machen, das steht jetzt quasi auch noch an. Und da mache ich dann solche Dinge. Und da nehme ich mir wirklich eine gewisse Zeit, wo ich dann auch nur das mache. Da bin ich quasi auf Arbeit sozusagen. Und an die anderen Sachen, die lasse ich fließen. Weil ich habe es jetzt mit Uhrzeiten probiert. Das hat bei mir jetzt nicht funktioniert. Wenn es bei dir funktioniert, mach es mit Uhrzeiten. Aber das andere lasse ich jetzt einfach fließen. Da schaue ich, was steht oben, mache eins nach dem anderen. Und wenn ich was anderes machen möchte, mache ich was anderes. Also ich schaue, ich räume mir jetzt wirklich eine Zeit ein, also freie Zeit, wo ich einfach was machen kann, was wie Freunde treffen oder alles Mögliche. Essen geh, Kino geh, keine Ahnung. Das Alltägliche, sage ich mal, das rutscht so nebenbei ein bisschen mit. Aber da einfach einmal 5 Grad sein lassen, deine Wohnung muss nicht immer blitzeblank sein. Da darf auch mal ein bisschen Unordnung herrschen. Du musst die Rechnungen nicht sofort überweisen. In der Regel hast du 14 Tage Zeit. Und ja, sei da einfach ein bisschen lockerer, wenn du da ein bisschen zu festgefahren bist. Und dann kriegst du das auch hin.
Und wie gesagt, keine Angst, dass du das mal irgendwann nicht handeln kannst, was du dir da vornimmst, weil du wirst es schaffen, weil du extrem stark bist. Und du, ich sage mal, die Veränderung gehört dann einfach auch dazu, dass du eben sagst, okay, ich ändere jetzt in meinem Tagesablauf ein, zwei Dinger, weil es mir dann einfach wieder leichter fällt und ich da einfach wieder aus dem Stress rauskommen und gemütlich einfach eins nach dem anderen machen kann und ich habe dann Freude dabei und dann habe ich meine Tag so, wie ich es mir vorstelle. Also geh da wirklich, sitz dich mal hin, mach dir einen Plan, wie schaut der perfekte normale Tag aus, wo du jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, was Außergewöhnliches geplant hast, sondern so der normale Alltag. Wie schaut da der perfekte Tag für dich aus? Und dann schreib dir das mal so ein bisschen zusammen und dann probier es aus und dann siehst du schon, ist das jetzt gut so oder gehört da noch eine Veränderung rein. Aber wie gesagt, ein bisschen eine Struktur muss sein, so ganz locker flockig in den Tag leben, geht halt dann auch nicht immer, sag ich jetzt mal. Da muss man einfach auch ein bisschen sich selber disziplinieren und sagen, nein, weil sonst gehst du unter, sag ich jetzt mal, wenn du das alles zu sehr verschwimmen lässt. Mach da ein bisschen Abgrenzungen rein, wo du sagst, na, jetzt ist Freizeit, jetzt ist Alltag, jetzt ist Arbeitszeit. Dann kriegst du auch gleich mehr das Gefühl, dass das wirklich Arbeit ist und dann erlaubst du dir da auch wiederum mehr. So, ist es jetzt meine Erfahrung, die ich jetzt die letzte Zeit gemacht habe und da ich ja mitkriege, dass es vielen gerade ähnlich geht, dass es einfach mit der Zeit nicht mehr klar kommen, hoffe ich, das hat euch jetzt ein bisschen geholfen. Ansonsten einfach wirklich immer im Jetzt eins nach dem anderen machen und nicht ständig, oh, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich muss ja noch, denk nicht jetzt an das, was du in 5 Stunden machst, denk jetzt an das, was du jetzt machst. Mach das dann einfach und dann mach's nächste. Und geh einfach selber mit so einem Gefühl, ich habe alle Zeit der Welt, was ich heute nicht mache, mache ich morgen. Das ist alles so ein bisschen gechillter rangehen. Und wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, dir wirklich einen Rahmen zu schaffen, wo du sagst, das ist jetzt meine Arbeitszeit, dann mache ich das und den Rest vom Tag bin ich und lebe mein Leben. Und das wird mir keiner übel nehmen. Ich bin übrigens auch sehr dankbar für euer Verständnis und dass ihr da mich verstehen könnt und soweit, ja. Da einfach mal danke, ich bin schon wieder ein bisschen hibbelig halt. Ja, der Neumond kommt. In jedem Fall, mach da ein bisschen eine Struktur, hol dir da auch deinen roten Faden, wie im Innen, so im Außen, und dann wird das laffer und dann wirst du sehen, dass du auf einmal viel mehr Zeit hast und dass du auf einmal wieder mehr Kunden annehmen kannst, dass du auf einmal wieder mehr machen kannst und dass das alles auf einmal läuft. Wie von Alwans. Auch hier dürfen wir in die Leichtigkeit kommen, wie in allen Bereichen, und der Neumond wird uns jetzt auch helfen dabei. Insofern danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich freue mich über jedes Abo und jedes Like. Persönliche Readings wie immer unter seelenzauber@mail.de. Wenn du gar nicht weiterkommst, melde dich gern bei mir, dann schau mal rein. Ansonsten, ja, besuch mich gerne auf meiner Facebook-Seite, die ist wie immer unten verlinkt und wir hören und sehen uns und Dankeschön fürs Einschalten. Tschüss!